Hallo Leute und willkommen zum Bauvideo Nummer 2 unseres Xingbau Aliens Xenomorph. Das hier ist, was wir im ersten Video geschafft haben. Die Basis, die ist fertig und heute wird's ernst, denn wir fangen an, den Torso zu bauen, was gleichzeitig auch der größte Bauabschnitt, glaube ich, sein wird. Wir sind mittlerweile auf Seite 55 und hier bekommt ihr einen Überblick über die ganzen Teile, die verbaut werden. Und ja, alles ist im Prinzip schwarz und grau. Ich freue mich schon tierisch aufs Haussuchen. Wird bestimmt nicht ganz so unanstrengend, aber ich freue mich da auch drauf. Und deswegen legen wir jetzt auch direkt los. So, wir sind auf Seite 62 und ich habe jetzt hier schon mal, ja, ich würde mal sagen, das Grundgerüst quasi gebaut vom Torso. Und bevor das jetzt endgültig hier mit den Teilen verkleidet wird, ja, schauen wir mal drüber, was wir hier genau haben. Also wir haben viele kleine Steinchen verbaut, solche Steine mit Noppen vorne dran, damit man eben noch was anbauen kann von der Seite. Und wir haben Gelenke einmal hier oben, das werden wohl die Schultergelenke werden, vermute ich mal. Einmal rechts, einmal links. Und hier unten, ja, das müssen wohl die Hüftgelenke sein, für die Beine später dran zu befestigen. Hier auf der Vorderseite kam jetzt schon ein Vorbauteil sozusagen. Kann man hier sehen, das wurde dort aufgesteckt. Und auf der Seite fehlt das noch, denn es liegt noch hier. Und ich schätze mal, hier hinten kommt dann der Schwanz noch dran. Und ich versuche mal, das jetzt mit einem, ja, mit einer Hand hier zu befestigen. Das kommt dann eben einmal... Nein, Moment, das wird nicht der Schwanz, das ist für den Kopf. Das kommt nämlich so herum dran. Das müsste dann hier so dazwischen passen. Und dann sieht man auch schon, wie es hier mit den Noppen dann befestigt wird. Hier unten muss es noch drüber. Und wir drücken einmal hier an und fest. Hier unten nochmal. Und dann sitzt die ganze Geschichte auch schon. So, dann haben wir hier auch noch das Gelenk für den Kopf. Und damit alles auch schön fest und sicher sitzt, gibt es hier noch eine kleine Platte drüber. Einmal festgedrückt. Und daher wäre er ja schon mal in Grundzügen fertig. Also mit allen Gelenken oder sage ich mal den Gelenkaufnahmen, Kopf, Schultern und für die Beine. Und ja, man kann mit etwas Fantasie schon erkennen, dass das hier mal ein Körper werden soll. Und ja, nochmal hier unser Predator zum Vergleich. Da sieht man schon, dass das ein bisschen größer wird. Ließ sich soweit alles gut bauen. Mit dem Schwarz ist es hier stellenweise etwas schwierig, die ganzen Teile rauszusuchen, weil suche mal Schwarz in Schwarz in Schwarz. Geht langsam auf die Äuglein, aber egal, es geht noch etwas weiter, denn wir sind erst auf Seite 63 und da muss noch einiges dran. Also, weiter geht's. So, mal wieder Zeit für einen kleinen Zwischenstopp. Also allzu viel hat sich hier erstmal gar nicht getan. Ich habe noch ein bisschen was angebaut. Hier unten haben wir nochmal so ein Endstück angebaut, das dann zwischen den Beinen quasi den Abschluss bildet. Und ansonsten haben wir hauptsächlich jetzt hier die Schultern noch mit dabei. Und ich zeige es euch mal. Die sind, glaube ich, jetzt noch falsch rumgeklappt, aber die sind hier oben an diesen Scharnieren befestigt. Und somit kann man die Schultern dann später auch so aufstellen, damit dann hier auch die Arme dran können. Aber aktuell liegen sie eben noch hier so runtergeklappt. Ich klappe es mal eben wieder runter. Denn hier müssen ja noch diese Schläuche dran, die das Ganze dann etwas organischer aussehen lassen. Kann man hier sehen, da haben wir die Schläuche, die laufen dann einmal hier rum. Was etwas ja, verwunderlich ist, wir haben hier eine vermeintlich 1:1 Abbildung der Länge von so einem Schlauch. Und wenn ich dann mal da einen daneben halte, ein bisschen weiter nach unten, da habe ich schon den Pin drin, dann sieht man allerdings, dass der Schlauch hier eigentlich ein bisschen länger sogar ist, wie hier die 1:1 Abbildung. Und wenn man ihn hier einsteckt, dann läuft er hier einmal über die Schulter rum und schließt fast bündig hier ab. Und einen habe ich schon angebracht und obwohl der eigentlich zu lang ist, ja, schließt er hier überhaupt gar nicht bündig ab, sondern hier ist noch genug Luft an der Schulter hier oben dran. Naja, schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Auf jeden Fall, ja, es sieht schon irgendwie cool aus. Und als nächstes bringe ich dann mal noch eben den zweiten Schlauch an. Geht ganz leicht, ein Technikpin im Schlauch und den zweiten, den muss man dann hier einmal einstecken. Na, wenn er denn will.
und einmal dann rumführen und noch auf der anderen Seite einstöpseln. Wie gesagt, die Technikpinne, die funktionieren echt gut, die klicken schön, wenn man die reingesteckt hat, klack, und dann passt das. Und das zweite biologisch aussehende Bauteil ist angebracht. So ist dann der Zwischenstand. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn die Schultern endgültig hochgeklappt werden. Aber soweit hat noch kein Teil gefehlt. Alles gut, Seite 69. Wir blättern weiter auf Seite 70 und Zeitraffer. Aha, erwischt. Also hier oben die Schläuche. Ihr seht, ich habe die Schultern jetzt hier schon nach oben geklappt. Die passen gut. Das sieht jetzt richtig klasse aus. Obwohl die ja eigentlich ein bisschen zu lang waren, passt es ja noch gut. Vielleicht war auch die Abbildung in der Anleitung nicht korrekt. Auf jeden Fall, die sind okay. Aber ich habe hier auf der Rückseite noch einen kleinen Schlauch verbauen müssen. Und zwar ist das der hier. Moment, dort könnt ihr ihn sehen. Das ist hier so ein Teil, was hier angebracht wurde, und der wird dann hier in so einen kleinen Technikbaustein mit einem Pin reingesteckt, und der muss genau hier zwischen die beiden grauen Steine, die man hier auf der Rückseite sieht. Und wenn ich das jetzt hier mal runterklappe, sieht man deutlich, ja, der Schlauch ist zu lang, da geht es eine Noppe zu weit nach hinten. Also der hier muss eingekürzt werden, da ist er. Und das ist nun mal ein typisches Problem, das man sehr oft hat bei Sets, die aus China kommen. Gerade bei diesen Schläuchen, die sind meistens glücklicherweise zu lang, dass man sie kürzer schneiden kann. Aber man muss eben noch mal ja, etwas Hand anlegen. Tja, viel Hand angelegt habe ich auch schon jetzt hier am Torso. Wir wagen mal einen kleinen Überblick. So sieht er von vorne aus. Aber die Rückseite, die hat sich weiterentwickelt. Die sieht nämlich mittlerweile so aus. Da sehen wir schon hier irgendwie die Panzerung vom Rückgrat, die Schulterblätter. Hier oben die Schultern sind schon soweit fertig. Und auch hier unten hat sich schon einiges getan. Da wurde ganz, ganz viel mit kleinen abgeschrägten Bausteinen gebaut, dass wir dort eine sehr interessante und verschachtelte Optik auch hinbekommen. Und das passt soweit alles echt gut. Wobei stellenweise ist es echt, echt schwierig, die verschiedenen Bausteine hier in der Anleitung auseinanderzuhalten. Ich will euch mal zeigen, wo ich dort tatsächlich ein kleines Problem hatte und nicht erkennen konnte, welcher Baustein jetzt hier genau gemeint war. Da hätten wir zum Beispiel hier dieses Beispiel. Da haben wir also zwei unterschiedliche Bausteine. Einmal diese hier, die etwas überstehen, und davor dann die dreieckigen, die dort das Ganze als Abschluss bringen. Und so ist das in der Anleitung dargestellt. Und bevor man das weiß, ist es echt schwierig, hier das in Schwarz zu unterscheiden und dann noch zu sehen, ja, welcher kommt denn jetzt hier genau wie hin? Es ist einfach schwierig zu erkennen. Da habe ich mal ein bisschen weiter blättern müssen, und in der nächsten Abbildung konnte man es dann glücklicherweise besser erkennen. Aber naja, wie gedacht, mit dem Schwarz auf Schwarz bauen ist eben nicht ganz so einfach, aber das sieht schon richtig cool aus. Also gefällt mir wirklich gut, wie sich hier die Optik entwickelt, auch mit den Schultern, macht echt Spaß. Ist ein cooles Set, es baut immer weiter, es wird immer breiter, und bisher ist es auch noch ja wirklich stabil und solide. Also da braucht man keine Angst haben, dass da beim Anfassen ruckzuck was abfällt. Alles gut soweit, aber ich bin ja immer noch nicht ganz fertig, denn wir sind ja erst auf Seite, na, wo sind wir denn? Dort sind wir auf Seite 77. Ich gehe jetzt mal die Schere holen, kürze hier hinten mal den Schlauch etwas ein, damit der hier auch passt. Und dann geht's noch weiter. Jetzt sind die beiden spanischen Designer aber ganz schön kreativ geworden. Ich habe hier so ein Tray, oder besser gesagt zwei. Da sind Werkzeuge dran, Hammer, Schraubenschlüssel und so weiter und so fort. Denn da habe ich eine Sache von gebraucht, und zwar eine Bohrmaschine. Und ja, wofür braucht man eine Bohrmaschine bei einem Alien? Naja, ist ja wohl klar. Für den Hintern, und den schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also hier das Hinterteil unseres Aliens, so sieht es von der Seite aus. So von hinten, und da sind die echt jetzt kreativ geworden. Also wir gehen mal in die nähere Aufnahme, und wir sehen einmal hier, ja, die beiden Bohrmaschinen, die hier angebracht wurden. Die wurden in solche C-Clamps einfach reingesteckt, und über den Bohrmaschinen, also hier und hier, haben wir nochmal zwei ja, Fahrradlenkräder, glaube ich, sind das. Die kann man hier auch ein bisschen noch nach oben biegen, dann kann man es schön sehen. Auch die wurden in solche C-Clamps
reingeklemmt. Und dann haben wir hier noch diese merkwürdigen Abrundungen. Die wurden hier auf solche Scharniere angebracht, so dass man die dann in Position biegen kann. Ich kann es euch jetzt nicht mehr richtig zeigen, da es schon verbaut ist, aber hier kann man vielleicht sehen, dass die hier auf solchen Scharnieren drauf sitzen, aber das ist jetzt hier schon etwas verbaut worden. Ja, und so haben wir mit verschiedensten anderen kleinen Teilen einen netten, abgerundeten und sehr detailverliebten Hintern des Aliens gebaut. Echt cool. Also die haben sich einen richtigen Kopf gemacht und überlegt, wie sie das hier möglichst detailgetreu und interessant umsetzen können. Und das macht Spaß beim Zusammenbau, kann ich gar nicht anders sagen. Vor allem, man baut hier teilweise irgendwelche Sachen und denkt sich, wofür sollen das jetzt bitte schön werden? Und man baut und baut und baut und irgendwann macht man, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und solche Aha-Effekte, die machen immer besonders Spaß, wenn man am Anfang noch nicht genau weiß, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und bei der Konstruktion hier hat man das durchaus öfters. Also es macht weiterhin Spaß hier, den Alien Xenomorphen zu bauen. Und deswegen geht es auch direkt weiter. Wir sind auf Seite 82 angekommen. Und ich gebe euch noch einen kleinen Überblick, wie viele Teile hier noch übrig sind. Das hier ist wirklich ein großer Bauabschnitt. Kann man nicht anders sagen, der ist echt groß. Da hat man eine ganze Weile mit zu tun. Und ich habe jetzt gefühlt, würde ich mal sagen, etwa Halbzeit. Und habe doch schon einiges geschafft. Übrigens, hier hinten habe ich die Nagelschere liegen und so viel habe ich abschneiden müssen, damit hier dieses kleine Schlauchstück, das wir hier hinten angebaut haben, dann gepasst hat. Also zwei Ringe mussten weg und dann war das völlig in Ordnung. Gut, also machen wir weiter. Seite 83, hier wird jetzt schon wieder irgendwas gebaut, wo ich wirklich keine Ahnung habe, was das wieder werden soll. Lassen wir uns überraschen. Happy 100, auf Seite 100 sind wir gelandet und die Teilereien haben sich gelichtet und was ich gebaut habe, ist mega cool, Freunde. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Das hier ist die Vorderseite des Alien und die haben wir jetzt hier auch komplett gebaut, also was heißt komplett, aber weitestgehend schon mal vorne verkleidet. Und das war wieder ein Bauen, wo ich dachte, ich baue, keine Ahnung, was daraus wird. Und ja, es wurde dann das Frontteil. Hier kann auch noch später was angeklippt werden. Ihr seht, wir haben wieder, wie auf der Rückseite auch, diese Panzerung in der Mitte. Hier an den Seiten solche, ja, ich will gar nicht sagen, fast Kotflügel, die dort angebracht wurden. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus, aber das richtig Tolle, was mich begeistert, ist hier auf der Rückseite. Was hier gebaut wurde, ist der Hammer. So sieht's aus, wir haben Rippen gebaut, die hier hinten rumreichen und die sehen mal richtig super aus. Das sind solche langen Hörner und da unten drunter sind noch Schläuche verbaut und bevor ich das jetzt hier komplett zumache auf beiden Seiten, dachte ich mir, schau mir doch mal hier kurz rein. Ihr seht, wir haben hier diese flexiblen Schläuche angebracht. Einmal oben, einmal unten, jeweils auf einer Noppe und dann kann man die echt gut in Form bringen. Also man drückt hier einfach so, wie die stehen sollen und dann bleiben die auch so stehen, weil die unter Spannung stehen. Und das sieht schon mal richtig cool und organisch aus. Finde ich klasse hier in Kombination mit diesen Teilen hier an der Seite. Ich weiß gar nicht, wie die genannt werden, solche Entenbürzel. Die habe ich einmal in so einer Menge verbaut. Das war in dem ultimativen Batmobil. Da wurde das hinten am Rückfenster quasi verwendet. Auch ein richtig cooles Set. Könnt ihr euch gerne mal anschauen in meiner Playlist. Und ja, auf jeden Fall, das sieht schon mal hier mit diesen Schläuchen richtig klasse aus. Und dann kommt noch oben drüber dann hier diese Verkleidung mit diesen Hörnern, was dann eben ja Rippen darstellt. Sieht mega aus. Richtig cool. So sehen die Teile aus. Diese Hörner, die werden einfach nur hier unten in diese Techniksteine reingesteckt, hier in diese Öffnungen. Und dann kann man die so wunderbar einstellen und bekommt eine richtig, richtig, richtig tolle Optik. Also ich bin bisher sehr, sehr angetan und sehr begeistert hiervon. Das macht echt Spaß und das sieht richtig cool aus. Also super Set, also wer auf so ein Alien-Kram steht und hier mal was richtig Cooles bauen will, ja, also hier zuschlagen, Freunde, was Besseres werdet ihr nicht finden. Und auch die Größe hat sich ganz schön entwickelt. Wir nehmen nochmal hier unseren Predator zum Vergleich. Und ihr seht, ja, also bis zum Kopf reicht ihm allein hier der Torso schon. Super Sache. Super Sache, lässt sich auch soweit gut bauen. Wobei ich jetzt, glaube ich, auf ein kleines Problem gestoßen bin.
Und zwar diese Teile hier, das kommt jetzt hier unten, ja, es ist immer schwer zu sehen, schwarz auf schwarz. Ja, das hier ist ja die obere Schulterpartie und die muss natürlich auch hier nach unten noch mal ein bisschen geschlossen werden. Deswegen wird hier jetzt noch auf beiden Seiten so ein Halbrundteil angebaut und ja, man kann hier irgendwie nicht so gut erkennen, wie es aufgesteckt wird. Wir machen hier so ein 1x2er-Steinchen drunter, damit das etwas erhöht ist und sollen es dann hier irgendwo hinter die Rippen reinstecken. Und eigentlich ja, gibt es dann nur hier diese Aufnahme, den Aufnahmepunkt. Und wenn ich jetzt das Teil hole, ich habe hier den 1x2er und will es da draufstecken, dann passt das nicht. Also das kann nicht halten. Also wenn ich es hier drauf mache, sieht man schon, dass es nicht funktionieren kann, weil es A einmal hier oben anstößt und B einmal auch hier an die Schläuche anstößt, weil es einfach zu weit nach unten geht. Also das klappt vorne und hinten nicht. Ich würde sagen, da müsste noch so ein 1x2er-Steinchen drunter, damit das hinhaut. Aber naja, hier wird eben nur eins gezeigt. Oder ich habe mich irgendwie hier im Vorhinein schon mal verbaut. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil der Rest passt ja. Der Rest passt und sieht auch gut aus. Von daher, vielleicht wieder eine kleine Schwäche in der Anleitung. Ich weiß es noch nicht. Ich werde den Punkt einfach mal überspringen und mit dem nächsten Schritt noch weitermachen. Und dann sehen wir uns, wenn der Torso hier komplett fertig ist. Aber soweit richtig cool. So viel Licht und auch ein bisschen Schatten gibt es hier bei unserem Alien. Ich habe hier ein paar Probleme gehabt. Aber erstmal kommen wir zum Licht oder obwohl auch da ist ein bisschen Schatten. Wir können hier eine Designentscheidung treffen. Und zwar, ihr seht schon, wir haben hier diese Hörner auf der Rückseite. Einmal in dem Design hier, also mit diesen etwas dickeren Teilen. Und einmal habe ich es auf der anderen Seite gebaut, wie es quasi das A-Modell vorsieht, wo hier diese Schläuche dazwischen geschaltet sind und das ist ein bisschen länger und dafür schmäler dann gebaut. Ja, das kann man sich aussuchen, wie man es gerne hätte. Wie gesagt, einmal so oder einmal eben so. Und ich werde mich für die Variante hier entscheiden, endgültig, denn ja, hier gibt es wieder ein bisschen Schatten. Also die halten in der Regel eigentlich ganz gut, aber ja, einen Teil habe ich hier, ihr seht schon, wie das zusammengesteckt wurde. Hier mit so einer kleinen Achse und dann kommt einfach nur der Schlauch hier so drüber. Manchmal, naja, manchmal hält es ganz gut, wollte ich sagen, und manchmal etwas weniger gut. Ja, also das ist nicht ganz so stabil. Also nicht bei allen. Hier bei den beiden, die ich dran habe, da ist es absolut stabil genug, da hätte ich keine Bedenken. Aber jetzt hier zum Beispiel geht es mega leicht ab. Und genau das gleiche hier auch bei der zweiten Variation. Von daher nehme ich die hier doch dann lieber. Das ist stabil, das ist solide und da braucht man keine Angst haben, dass da irgendwas abfliegt. Und eigentlich finde ich, sieht es auch noch ein bisschen cooler und besser aus. Was auch noch ganz interessant aussieht, wenn ich mal hier so rumgehe, ihr seht jetzt hier die Hörner und dann haben wir noch hier oben das Teil gebaut, das hier so nach vorne wegsteht. Am Anfang dachte ich, das wird bestimmt noch irgendwie weiter runtergeklappt, aber nö, das soll wohl so stehen bleiben. Ist ja auch hier an den Gelenken so eingerastet worden und ja, dann steht es da halt so, ne? Zwischen den Hörnern, dann sieht es auch nicht mehr so merkwürdig aus, wenn es da noch weiter raussteht. Als die noch nicht dran waren hier, da sah das schon irgendwie fehl am Platz aus. Aber jetzt, ja, wird schon seinen Grund haben, warum es da so steht. Und dann haben wir nochmal hier zwei Schläuche verbaut. Die wurden hier unten eingesteckt. Kann man jetzt nicht mehr sehen, weil es verbaut ist. Und die werden dann im Endeffekt auch nochmal irgendwo später hier vorne befestigt werden, damit das dann noch ein bisschen mehr den organischen Look dann bekommt. Und den hat er wirklich schon gut. Der sieht mega, mega gut aus. Auch hier, ich habe jetzt mal die zweite Reihe an Rippen noch verbaut. Dann haben wir jetzt hier Rippen und Rippen, das schön verkleidet. Das ist auch zum Glück recht stabil. Also die fallen nicht direkt auseinander, wenn man da mal dran fasst oder so. Das geht schon. Allerdings so ein bisschen muss man schon aufpassen, wo man den Kollegen hier jetzt anpackt. Aber jetzt nochmal zum richtigen Schatten. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich Probleme habe, hier unten diese Rundteile hier anzubringen, da das irgendwie nicht richtig passt. Ja, also die kommen ja eigentlich nur hier rein. Hier sieht man das, diese zwei Noppen hier drin. Da muss das eigentlich nur reingesteckt werden. Und das ist viel zu kurz. Da wird ja nur
ein Zweiersteinchen hier drunter gepackt und dann soll man den hier auf die Noppen draufstecken. Das passt ja vorne und hinten nicht. Also ich würde mal sagen, da haben wir einen Fehler in der Anleitung oder ich habe irgendwo einen Fehler gebaut. Hab echt nachgeschaut intensiv, aber ich konnte keinen finden. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier meine Ersatzteilkiste bemüht und ja, ich habe das nochmal unterfüttert. Also nicht nur wie hier vorgesehen ein Steinchen drunter gesetzt, sondern ich habe nochmal eine zweite Reihe und ich habe sogar nochmal eine dritte Reihe drunter gesetzt. Und wenn man das dann so hoch baut, ja, dann passt das Ganze. Ja, dann kann man es hier draufstecken und hat dann seine Rundung ja, fertig gebaut. Also das könnte hier schon der zweite Fehler in der Anleitung sein oder, ich will es ja auch nicht komplett ausschließen, ich habe mich irgendwo verbaut. Vielleicht stellt sich das ja noch heraus im Laufe des Baufortschrittes, aber erstmal ja, behelfe ich mir mit der Lösung, weil ich sonst nicht weiß, wie ich es machen soll. Aber dann noch als kurzes Zwischenfazit, sieht richtig cool aus. Also so viele Details, wie die Designer hier reingebracht haben, da muss man echt sagen, Respekt. Die haben richtig viel Hirnschmalz da reingebracht, damit das einen ganz, ganz tollen, organischen und komplexen Look hier bekommt, das Modell. Ich bin echt begeistert. Coole, coole Sache. Macht mir mega Spaß. Ich werde jetzt noch hier die korrekten Hörner ansetzen, denn die hier, die nehmen wir ja nicht, sondern wir nehmen diese hier. Das geht auch ganz einfach. Die steckt man nur hier auf die Noppen auf und ja, dann fällt es wieder ab, wenn man nicht aufpasst. Also man steckt die nur hier einmal auf die Noppen auf, kann die Hörner dann noch ein bisschen ausrichten und dann passt das Ganze schon. Na, live bauen. Ich liebe es. Ich weiß schon, warum ich das nicht mache. Naja, egal. Ich stecke es gleich nochmal auf. Ihr seht, es sieht cool aus und richtig cool wird es auch im nächsten Bauabschnitt. Denn mit Seite 106 sind wir hier beim Korpus dann soweit fertig und es geht weiter bei Bauabschnitt 4. Dort bauen wir den Alien-Kopf. Coole Sache. Ich freue mich schon drauf.